Ja, und da würde ich doch mal sagen, einen wunderschönen guten Abend oder guten Nachmittag, keine Ahnung. Ja, hier zu einer weiteren Folge vom Minecraft-Projekt Beyond. Heute bin ich mal nicht alleine. Ich habe heute sogar zwei Leute dabei. Eine Ente, die mit Brot wirft. Und die Dori. Hallo. So, ja, au, Ente. Nicht hauen. Lass nicht mich. Witzig, nicht witzig. Nein, nicht witzig. So, Wodka, Wodka. So, Ente, nur erzähl mal, was hast du denn jetzt hier so alles Schönes schon gemacht? Was Schönes. Ein Weg gebaut. Ja. Die Farm gebaut, also eher verkleidet, dass die nicht mal so hässlich aussieht. Ja. Und dann habe ich Bäume gepflanzt. Das ist gut. Fein. Feiner. Feine Ente. So, ja. Und wir waren natürlich noch dabei, dieses Windrad zu bauen hier. Von Immersive. Da muss ich aber hier irgendwie noch ein bisschen. Ente, du hast Holz, ne? Hatte ich glaube ich gehört. Ja. Na gut, ich habe auch Holz. Gut, okay, hat sie erledigt, alles gut. Ja. Ich habe noch nichts gebaut. Nee, du bist ja auch erst seit heute da. Ja. Du bist neu. Du bist neu. Du bist neu. Pass dich an. Da geht's in die Mine. Ja, da geht's in Höllenschlund. So, was haben wir denn hier? Oh, Kohlekoks. Kohle, 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 Kohle. Viel, 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 viel. Kohle. Er kann ja mal bitte schlafen gehen. Ach nee, wir müssen ja zwei Betten haben. Ja, gut, dass du das mitbekommen hast, Ente. Wir brauchen jetzt zwei Betten, genau. Genau, und die Nacht werden wir leider nicht überleben, weil es auf hart ist. Also verschwinde ich in mein Loch. Verschwunden wird hier gar nicht. Das ich habe aber Angst. Bevor es bin jetzt bitte Angst. Alter. Dass eine Riesenente aus dem Ofen kommt. Ach du Scheiße. Die spawnen ja auch immer. Was, Riesenenten? Ja. Mhm. Wie sehen die aus? Wie ich? Sag bloß riesig, danke. Aber ich bin schöner als die anderen. Ach so war das. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Ente, du könntest ja, wenn du so nett wärst, da Dori mal ein bisschen paar Werkzeuge herstellen, wenn du das möchtest. Ja! Gut, weil damit die Dori nicht so nackig ist. Ja, ne, das ist ja eh nicht. Ich schubse. Ja, doch. Auch, ich schubse gerne. So, warum? Wer schubst hier? Warum sind eigentlich keine Flaschen mehr im Koksofen? Hast du die rausgenommen? Weiß ich gar nicht. Weil der Koksofen ist voll und ich kann das Öl. Ich hatte eigentlich Flaschen hergestellt in letzter Folge. Ja, hast du auch. Aber ich habe ein bisschen Lebenholz gebraucht. Weil ich ja ein bisschen vorgearbeitet habe wegen den Hanf und so. Dass das nicht so lange dauert. Inwiefern hast du jetzt vorgebaut? Die Dinger fertig gemacht. Also, ich weiß, was du meinst, ja. Dafür brauchte ich halt dieses Holz und dafür. Aber die Flaschen müsstest du doch noch zurückkriegen, denn. Wenn du das verarbeitest, oder? Ja, die sind doch hier drinne. Wo denn? Hä? Neun Stück. Ach da, okay, alles gut. Mann, ich werde hier immer wieder gemobbt, oi. Natürlich. Dori, komm mal her. Irgendjemand muss ich doch mobben. Bin schon da. Warte, du hast cool. Jetzt Schaufel und Pickaxe gekriegt, ne? Und Schwert, ne? Da fehlt dir noch ja. Was. Dir fehlt noch was. Dir fehlt noch was. Fehlt noch was, alles klar. Aus. Hey. Ganz kurz, ganz Autsch. Kurz. Autsch. Hier wird scharf geschossen. Ja, ja. Dori. Dori. Dori, Dori. Dori, die ist irgendwo. Tabi, Tabi, Zombie, 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 Zombie.
das Arm alleine. Bist doch nicht alleine. Echt mal, wir sind auch noch hier. Sorry. Ja, getötet. Was ist das denn? Zwei zu dritt. Was ist denn das für ein Ding gewesen? Ja, das ist übermächtige Heilkraftler. Relativ starkes. Hier, Dori, Dori. Dori, Dori, Dori. Dori, Dori, da, hier. Die Geschichte. Junge, wir sind errichtet, die drei Muskeltiere. Ja, sind wir ja auch. So soll's ja auch sein. Mit einer Ente. Mit einer Ente, genau. Ah, komm! Stirb! So, ach Gott, was wollte ich denn? Ich bin schon wieder so voll ge... Du wolltest Finn töten für Wolle. Wie wollte ich das? Ja. Ja. Was töten für Wolle? Spinnen. Befehlen. Achso, kann man nicht einfach Schafe scheren? Ente. Wir haben ja aber auch, wenn du sie mit angebaut hast, haben wir die. Ach, die Wolle Seeds. Cotton Seeds, genau. Die müssten wir bloß öfter abfahren, dann geht das. Aber oder Hanf. Kann man den Hanf auch zu? Ja, aber die Hanfsamen, die brauchen wir im Moment. Hanfsamen brauchen wir momentan nicht, da ist es. Brauchen wir. Ja, wir brauchen sie, das stimmt, aber im Moment brauchen wir erstmal eher ein bisschen mehr Wolle. Ja, da sind so viele Monster, ne, bei meiner, wo ich mein Haus bauen will, ne? Bam! Weil ich das Bam höre, ne? Die Creepers machen die Löcher? Nein. Nein. Zumindest nicht hier bei uns. Ja, weil sonst könnt ihr nämlich konkret den Weg verfolgen. Ganz konkret. Bin ich noch im Gebiet? Genau. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine graue Wolle. Ich habe schon 5 Fäden. Ja, ich habe 7 Fäden. Ja, bitte. Cool. Danke. Oh, da kommt ein Zombie, da kommt ein Zombie. Ich habe ein Herz. Oh, ein Herz für Enten. Richtiges Rumgespammen mit meinem Schwert hier. Naja, ist irgendwie schon extrem, wie das Ding abgeht. The Raper. Da hinten ist wieder so ein komisches Dingens, was wir da gerade zu dritt getötet haben. So, legt euch mal hin. Irgendeiner von euch. Dann ist wieder Tag. Ich kann nicht. Wie? Ach so, echt nicht? No. Braucht bloß einer schleifen? Was ist denn das? Die ist, glaube ich, noch nicht Freund. Die muss noch hinzufügen. Ach so, warte mal. Ja, ja, genau. Drück mal E, Dori. Hab ich. Und dann auf die Fähigkeit Männchen? Mit, ja. Und dann müsstest du Wiesel annehmen. Ja, geht irgendwie. Also eingeladen. Wenn er dir eine schickt. Eingeladen habe ich dich. Mal gucken, ob du sie kriegst. Ich kann in die Kiste gucken. Ja, ja, dann kannst du. Ach, wie geil. Ich kann sogar jetzt jemanden von uns noch einen Moderator geben. Ha. Ja, nice. Ihr seid nämlich alle beide bloß Member. Ha. Was ist denn so für eine Truhe? Ach, eine Birkentruhe. So, Dori ist jetzt ein Moderator. Oh, cool. Ich weiß gar nicht, was da der Unterschied ist, aber. Oder weiß was, ich ist, auch was nicht. Du hier damit machen kannst. Ich glaube, sie kann Game Mode gehen, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall hier im Gebiet bei mir hat sie jetzt Game Mode. Game Mode, Moderator, keine Ahnung. Ach so. Ja, ja. Ich kann mein Haus bauen. Dein Haus? Ja. Wollten wir nicht eigentlich ein Haus zusammen haben? Ich dachte, du wolltest dir selber ein Haus bauen. Ja, ne, wenn das jetzt die Farm ist und wir die Mühle da hinten hinsetzen, dann würde ich ja hier dann das Farmhaus hinsetzen wollen. Und ich meine, dann müsstet Farmhaus. Ihr dürftet ihr ja verschieden wo bauen. Weil das ich wollte hier bauen. Ist. Naja, aber. Weiß schon nicht, keine Ahnung. Irgendwie. Es ist dann also irgendwie ein bisschen doof. Keine Ahnung, deswegen, soweit bin ich da noch gar nicht, Ente. Eigentlich dachte ich, wir fangen erstmal mit der Mühle an, die du ja bauen wolltest.
Dann kann ja, ich ja... dafür brauche ich ja erstmal die Höhe, wie groß die Windräder sind. Ja, ja, na, ich bin ja schon dabei. Ja. Dann kann ich ja nochmal ein bisschen Erze buddeln gehen, oder? Das könntest du theoretisch tun, richtig. Da kann ich ja hier die Mine schon runter, ne? Da kannst du runter, richtig. Hast du denn jetzt schon von der Ente Werkzeuge gekriegt? Guck, ich habe schon eine Spitzhacke. Aus Stein oder eine Rische? Nein, aus Eisen. Ja, aber nicht über Tinkers Construct, oder? Nein. Siehst du? Och. Das ist ja das, was ich meinte. Das endet ja da mal ein paar Tools macht. Weil wir haben jetzt alle, wir haben, er hat auch schon von Tinkers Construct die Spitzhacke. Deswegen. Ente. Du Lümmel. Was? Ja, du Lümmel. Ja. Sehr schön. Oh. Alles klar, ich kümmere mich so lange um die Energie, ne? Was? Was? Wieso willst du dich um die Energie kümmern? Du sollst Dori erstmal Werkzeuge machen. Ja, genau. Du Lümmel. Was soll ich machen? Werkzeug! Hätte ich nicht. Also Ente, bist du jetzt schon taub? Oh. Ich wollte erst... Für jede... Aua. Für jede falsche Antwort geschlagen. Ich brauche Kohle und Quarz. Haben wir Quarz? Nee, ne? Was Quarz? Nee, woher denn? Woher wollen wir jetzt Quarz nehmen? Ich wollte einen Kohlegenerator machen. Okay. Und dafür brauche ich einen Iron Case und dafür brauche ich so einen schwarzen Quarz-Dings-Bumster. Quarz-Dings-Bumster. Ja, Bumster, hier. Keine Ahnung. Generator da, hier. Lecker, ja. Und ein Kabel. Dafür habe ich Rubber. Warum habe ich. Achso, ja. Gut. Warte. Was? Brauch mein. Hä, geht das nicht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich nehme Wiesen. Wie kann man dieses Rubber. Es gibt auch irgendwie so ein Tool, wo man dieses Rubber von den Bäumen abkratzen kann. Ja, den Tree Tap. Ja, so ein Zapfhahn. Tree Tap nennt er sich, Ente. Tree. Ein gewisser Tree Tap. Da ist der Tree Tap. Ach, den macht man so. Ich dachte, das ist dick. So, jetzt muss ich überhaupt das mal wieder gucken. Wir brauchen. Davon brauchen wir 9. Das heißt, wir brauchen 9 davon. Okay. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt noch. Dori. Und wir brauchen. Ja. Schaf! Wir haben Schaf! Was? Wir haben Schafe? Ja. Ja, wir haben Schafe. Das ist wusste ich. Das war mir bewusst. Okay. Ja. So. Jetzt haben wir nämlich die 9 und die 13, die werden noch nicht reichen. Müssen wir mal gerade gucken, wie Windblätter kriegen wir da raus. Zack, 3. Gut, gucken wir mal weiter. Dann müssen wir jetzt mal wieder gucken, wie wir die Dinger wieder mit, okay, mit dem Stick und Hanf. Ah, alles klar. Also der Minenschacht nach unten, na, der ist schon ziemlich knapp bemessen. Da haut man sich aber immer die Rübe ein, ne? Ja, immer ist so dong, dong, dong. Das ist für kleine Leute gedacht. Achso. Ja, ja. Deswegen, also, ne, also so ein Riese wie 2 Meter oder so ist, das wird nichts. Der passt da nicht durch. Das macht aber. So. Ente, hast du ja bei deiner Farm auch einen Eingang gelassen? Ja, hast du das geschafft. Da bei mir hat ist das ein Traum wieder?
Und Ente ist gelöftet. Bist du wieder heimlich geflogen, Ente? Bestimmt. Naja, das sind so diese Enten, die immer so heimlich fliegen müssen. Achso, hier habe ich die Seeds. Zack. Ach ja, eine kleine Flugente. jetzt habe ich natürlich keine Gläser mehr. Da. Mal noch ein paar Fläschchen herstellen. Wenn meiner ist hier nicht drauf, nicht ne? Nicht drauf, nein. Okay. Mann, oh. Mach doch hin, PC. Oh. Ah. So, fahren wir erstmal wieder davon ein bisschen was. Wir brauchen mehr Hanf. So, die Dinger haben wir schon mal. Da werde ich mal die Gießkanne füllen gehen und wird ein bisschen Hanf. Gießkanne? Ja. Oh. Ich glaube, ich höre das meinen auf. Jo, ich bin eine gute Gießkanne und schon kommt der Farmer zum Vorschein. Nee. Kohle brauchen wir ja auch, oder? Ja, ja. Und grüne Steinchen habe ich auch schon gefunden. Das ist eine Schlucht. Ja, da musst du aufpassen. Ach, hier hinten sind wir noch mal Hanfsitz. Alles klar. Sagtest du ja, dass du zwei Felder gemacht hast. Alles klar. Aua. Aua, was? Hier wird scharf geschossen. Scharf geschossen. So, mal wieder ein paar Möhrchenlampen. Tu mal lieber die Möhrchen. Ich finde nachher bestimmt nicht wieder nach Hause. Ja, das wäre schlecht. Oh, bunte Steinchen. Ich weiß zwar nicht, wofür man die braucht, aber egal. Erstmal mitnehmen. Ja. Hauptsache erstmal mitnehmen. Ob wir sie brauchen, das werden wir dann später sehen. Lalala. Und es wird schon wieder Nacht. Gehen wir mal fix pennen. Ups. Oh, ich habe Eisen gefunden. Oh. Ah, eine Ente ist wieder toll, da. Toll, 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 toll. Oder stand die schon die ganze Zeit da? Ich habe es gerade gar nicht mitgekriegt. Nee, die hat das Spiel wieder betreten. Ah, okay. Erst verlassen, dann betreten. Was? Ich hab das getreten? Okay. Auch Rubine brauchen wir bestimmt auch noch. Ja, 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 ja. Kannst du ruhig mitbringen. Ja, die sind so schön bunt. Bunt. Alles, was bunt ist, so glitzert. Ja, die sind Elster. Ja, schön. ja, gut. Ach ja, hier unten haben wir ja auch noch.
So, so, so. And it's gone. Ja. The end is back. Back in business. Fragt sich nur, wie lange. Ja. Ja. Das stimmt. Fängt schon wieder an zu laggen. Hm. Nicht gut. Bestimmt, weil Dori hier ist. Ich weiß schon, einer muss ja immer schuld sein. Ja, irgendwie ja. So. Und dann geht's immer auf die Kleinen mit dem kurzen Beinchen. Ja. Echt mal. Wenn du schäm dich was. Das dicke Rizzi muss man braten, ne? Konsolen, ja. Stimmt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Was war ein Kampf? Oh, wir haben einen Stack Rotten Flash gefasst. Super, da, können wir ja. Ach, wer hat denn jetzt eigentlich die Drying Racks abgebaut? Das war doch bestimmt wieder der End. Ey, das warst du. Echt? Hab ich die Sonne gewählt? Ja. Okay, ja. Da hab ich nichts gesagt. Den habe ich nichts gesagt. Ach Manu. Da dachte ich, einmal kann ich mal wen anders beschuldigen. Ja, scheiße war es. Mist. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Ja, ich denke auch. Das nächste Mal, da klappt das. So. Dekorieren wir mal ein bisschen den Koksofen. Ich starte mein PC neu. Alles klar. Okay, bis gleich. Bis gleich, Ente. So, jetzt nochmal dieses komische Drying Rack herzustellen. Hab schon wieder vergessen. Verdammt. Ja. Ach, das waren Slabs, waren das. Ich glaube, wir hatten noch Slaps irgendwo, da hieß der. User in your channel, timed out. Timed out, jawohl. Und da ist die Ente ausgetimt. So, machen wir uns noch ein paar Flying Rex. Oh, Gold! Yay! Gold. Dekorieren wir mal ein bisschen den Koksofen mit verrottetem Fleisch. Kann man ja mal machen. Ja, der sieht gut aus. Der zieht doch mal nach. Ja, muss ja hier hinten so noch was hinbauen. Aha. Ich brauche noch ein paar von den komischen Teilen da. Hier ist noch Holz. Gucken, ob das irgendwie Birken Holz gibt. Ja, geil, es gibt sogar Birken Drying Racks. Ja, nice. Warum nicht? Zack. So, zack. Ja. Die Blume wird da drin liegen. So. Rundherum erstmal verrottetes Fleisch hinhängen. Ach ja, so in der Zeit warten wir jetzt drauf, dass der komische Hanf mal ein bisschen wächst. Ja, das ist ja eine Krankheit hier. Das ist langwierig. Ich muss mal gucken, ob ich den Weg nach Hause finde. Das schaffst du schon. Ja, meinst du? Jo, ich vertraue dir. Oh,
Weil in den Minen bin ich wie so ein Hans-Kuck in die Luft, weißt du? Ich kann mir dann keinen Weg merken, weil ich von einem Erz zum anderen laufe. Ja. Das, ja. Kenne ich irgendwoher. So. Und dann stehe ich halt irgendwo vor einem Problem. Ja, wie war das nochmal? What the fuck? Bam! Okay. Was hast du da kaputt gemacht? Nix. Nix. Bocke. Glaube ich dir das auch, Mann. Creeper-Schaden ist ja Gott sei Dank aus, sonst hätte ich jetzt die halbe Mine gesprengt. Ja, ist nicht so toll. Beziehungsweise wäre jetzt nicht so schön. So, was haben wir denn hier noch an Erzen, die ich noch verarbeiten müsste? Das Eisen, das Zinn, Liberit, Uranium und Silber. Alles klar. Also. Was sagt der Zeit? Ach nein, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir haben noch ein bisschen über die Folge beenden müssen. Und da hinten kommt ein Schaf angerufen. Mäh. Oh, Eisen. Eisen ist immer gut. So, das funktioniert schon mal automatisch. So. Ach, und was wollte ich machen? Ich wollte die Kiste noch ein bisschen erfahren. Die Kisten sehen ja schon wieder aus. Das wäre genau was für Doredo. Da würde die gleich wieder. Habe ich die Tage bei Ente zu Hause auch gemacht gehabt. Oha, echt? Ja. Wieder so unordentlich, oder? Ja. Oh Gott. Oh je. Naja. Ja, der hat halt in jede Kiste was reingestopft. Naja. Und da war Ente dann mal nicht online und dann hat Dore gewütet. Tja, wenn Dore wütet, dann. Ja. Sieht das danach ein bisschen anders aus. Ja, aber ich habe überall Schilder dran geklatscht. Sehr schön. Ja, aber nach der. Ja, fast die Hälfte habe ich geschafft, habe ich dann aufgegeben, weil das. Hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr, das war jetzt zu viel. Glaube ich dir. So, dann machen wir das mal jetzt so. Oh Gott, so viel Kohle. Alter. Wie viel Kohle wir bitte schon wieder haben. Wahnsinn. Ja, ich bringe aber auch Kohle mit. Ja, kannst du machen, alles gut. Ist ja alles okay. Ich räume das mal unsere Kisten ein bisschen auf. Das, was wohin gehört, auch dahin kommt, wo es hingehört. Dass die Erze auch mal in einer Kiste von Erzen liegen und nicht, ja, in einer total völlig zugemüllten anderen Kiste. Also, wir haben ja auch schon ein bisschen aus der Höhle mitgebracht gehabt letztens. Waren wir ja, war ich ja mit Ente schon farmen. Was ist denn das Nieder überhaupt? Ach, Thermal Foundation, ach Gott, naja, egal. Was, Schaf, was willst du? Was mähst du mich denn an? Hä? Du? Ja, genau. Friss auch schon mal ein bisschen Gras, genau. Machst du fein. Mampf. So. Ich glaube, hier bin ich falsch. Oh je. Ja. Oh, noch mehr Eisenerz. Oh. Oh, meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Oh je. Vertrocknetes Fleisch abnehmen. So. Nein, nicht so. So. Und wieder mal welches draufhängen. So. Oh, Spitzhacke ist kaputt. Oh nein. Was hast du denn jetzt für eine? Immer noch eine aus Stein? Oder? Ja, ich hatte die aus Eisen. Ach so, ja, das hätte ich schon sagen können, dass das in dem Dings hier, die haben nicht so eine wirklich lange Haltbarkeit. Deswegen dachte ich ja, das endet dir da
von Tinkers schon mal was gemacht. Also vom Gefühl her eigentlich normal lange für so eine Eisen. Naja, so wie sie, wie man es kennt halt, ja, ja. Ja. Ja, aber trotzdem, das ist ja dann, ist ja blöd, wenn du dann da stehst und ja, laufend eine kaputte Spitzhacke hast. Ja, warte mal, ich mach dir nachher dann gleich meine Rische. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Denn jetzt sind wir nämlich am Folgenende angekommen. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen, ja, fürs dabei sein, fürs Einschalten. Ja. Und wenn ihr wieder sehen wollt, wie es hier weitergeht, ob die Dori wieder aus der Höhle rausfindet oder nicht, ja, dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein. Und bis dahin sagen wir ciao. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke.